Hey Leute, in Part 210 von Let's Play Mass Effect Andromeda sprechen wir, wie hier rechts oben eingeblendet, mit Carrie über die Reliktstadt. Und sie scheint oben zu sein. Ja Leute, mein Plan ist, da ist sie. Den möchte ich euch noch kurz mitteilen. Das ist schön. Dass ich hier jetzt die Carrie-Mission mache. Ich komme gleich, Carrie. Hätten Sie kurz Zeit? Kleinen Moment. Oh, du siehst aber auch sehr verzweifelt aus. Und dann werde ich noch einen Abstecher nach Aya machen und ein, zwei Sachen erledigen, unter anderem eine Pflanze für Suvi, glaube ich, finden. Und dann gehen wir wieder voll in die Hauptmission rein. Das ist der Plan. Liebe Carrie. Sie sind wieder hier. Meine Verhaftung war ein Missverständnis. Soll heißen, unser Pathfinder hat sich eingemischt und jetzt sind Sie schlechte PR. Die Wahrheit schmerzt. Ein Pathfinder ist den Gefahren da draußen gewachsen. Für uns normale Leute sind Sie aber zu viel. Ich will meine Dokumentation zu Ende bringen und für das eintreten, was wichtig ist. Aber was ist das Richtige? Was ist das Beste für die Initiative? Die Wahrheit, den Leuten weiter Mut zu machen. Oh, schwierig. Ich hoffe, dass die Wahrheit etwas ist, was den Leuten weiterhin Mut macht. Also sage ich die Wahrheit. Die Leute verdienen die Wahrheit. Heute ebenso wie in 1000 Jahren. Erzählen wir sie ihnen. Okay. Ihr Sam soll mir alles schicken, was er in dieser Reliktstadt aufgezeichnet hat. Ich werde den Leuten das Rohmaterial zeigen. Die ungeschönte Wahrheit über all die Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Danke, Ryder. Für alles. Nächster Schritt auf Carries nächsten Interview-Slot warten. Gut, Leute, dann gehen wir jetzt als nächstes nach Aya. Wie schon angekündigt. Wir könnten noch ganz kurz zu Sarah gucken. Ja, das mache ich noch blitzschnell. Die müsste ja immer noch auf der Kryo-Station sein, oder? Kehren nach ihrer aufsehenerregenden Abspaltung auf die Nexus zurück. Die Yes. Kryonas wurden wieder in der Initiative willkommen geheißen, nachdem ihre Forderung nach Gleichberechtigung akzeptiert wurde. Die Clan-Anführerin Nakmo Morda zeigte sich erfreut über die Unterstützung und Ressourcen, die ihre Kolonie auf ihr Laden nun erhalten wird. Das wurde ja auch Zeit. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Gut. Verdammte Exilanten. Die sind wieder zurück. Beruhig dich, Sarah. Da bist du ja wieder. Okay, mach's gut, Sarah. Naja, ich geh dann mal wieder. Du solltest dich ausruhen. Sei da draußen vorsichtig. Ich werde nicht da sein, um dir den Arsch zu retten. Tja, so viel steht's fest. Harry, mach's gut. Das wäre alles, Harry. Danke. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Okay, da war eine kleine Verrenkung in Ryders, in Scotts Hals. Ja, Leute. Gut, dann. Andockpunkt. Das erste Kind einer Milchstraßenspezies hat in Helios das Licht der Welt erblickt. Das gesunde, auf einem Shuttle im Weltraum geborene Menschenbaby ist nach so vielen Opfern eine willkommene gute Nachricht. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Jawohl, das war das Kind von Dr. Kennedy. Oh, liebe Tempest, da sind wir wieder. Oh, du stehst diesmal etwas entspannter als sonst. Jawohl. So, ist gut. Ich gehe mal kurz auf die. Bibi hat gesagt, dass sie mit Ihnen reden will. Ich gehe mal zu den E-Mails und dann noch kurz zu Bibi. Danke von Bibi, die Beschämte. Und tut mir leid, ich hätte sie nicht so überrumpeln sollen. Ich hätte darauf vertrauen sollen, dass sie ebenso motiviert sind wie ich.
nach Pass 10 zu gehen und die Quelle des Signals zu finden. Ich hätte kooperativer sein können und ein besserer, Teamplayer. Ich muss wohl noch ein wenig reifer werden. Wer hätte das gedacht? Ha, normalerweise, wenn jemand sagt, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, dann macht er Schluss mit einem. Falls ich das hier tatsächlich absende, löschen Sie es bitte beim Lesen. Ich archiviere es zumindest mal, Pibi, okay? So. Okay, Pibi. Rein mit uns. Hey, Pibi. Vergessen Sie nicht, was Sie sagen wollten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Keine Sorge, ich überfalle Sie nicht mit irgendwas Blödem. Obwohl, vielleicht finden Sie es ja doch blöd. Aber egal. Also, Sie und Ihr Team sind wie Pilze. Wissen Sie das? Sie sehen komisch aus, riechen komisch und wachsen an den merkwürdigsten Orten. Und irgendwie haben Sie Ihre Wurzeln in mein... Oh, das klingt so kitschig. Herz geschlagen. Ich nehme das hier auf, damit Sie es mir, wenn ich unruhig werde, und das werde ich, vorspielen können, wie ein ganz ruhig PB-Joker. Also, wenn Sie irgendwas für die Nachwelt festhalten wollen, sagen Sie es nach dem Piep. Oh, und kommen Sie dann in den Meetingraum, okay? Piep. Schön, dass Sie hier bleiben. Wie Pilze, hä? Huh? Nein, schön, dass Sie hier bleiben. Willkommen im Team, PB. Schön, dass Sie sich entschieden haben, hier zu bleiben. Also, der Grund, warum ich Sie alle sprechen wollte... Oh, oh, haben Sie gemeutert und Ryder über Bord geworfen? Ah, oh, Pech gehabt. Er ist gerade aufgetaucht. Was ist denn hier los? Mir geht's gut. Sie hat mich tatsächlich überfallen, aber ich habe überlebt. Kein Opfer, kein Verbrechen, richtig? Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber seit ich hier bin, stehe ich ständig vor dem Absprung. Und naja, damit ist es jetzt vorbei. Ich bin stolz und froh, Teil dieses Teams zu sein, dieser Familie. Und das war's auch schon. Okay. Das hat ja ganz schön gedauert, Kleine. Ja, Sie sind eine von uns, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Toll. Also bei mir herrscht das totale Chaos. Wer hilft mir beim Aufräumen? Ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich mache gerade Eis. Bei den Angara ist heute Feiertag. Ich habe noch jede Menge Berichte zu schreiben. Ich helfe Liam mit dem Eis. Aber... Ja, das gehört auch zu einer Familie dazu irgendwie. Okay, nächstes Carrie ist... Okay, nein, da wollte ich ja nicht hin. Gut, dass mal kurz auf die Karte geguckt. Gibt es jemanden, der umpositioniert ist, mit dem ich vielleicht sprechen sollte? Ich hätte mal gesagt, zum Beispiel Cora. Vetra, Cora. Vetra ist woanders. Also dann gucke ich mal ganz kurz zu Vetra. Nee, ich gehe als erstes mal nach Aya. Und dann spreche ich noch mal eine Runde mit allen. Und dann geht's weiter mit der Hauptmission. Machen wir es so rum. Und wann ich die ganzen neuen Systeme scannen soll, weiß ich auch noch nicht, Leute. Das ist alles... Ich werde es ziemlich sicher offscreen machen. Und wenn ich was Interessantes finde, dann kommt ihr mit dazu geschaltet. Der Meridian, der Weg nach Hause, Meridian, der Weg nach Hause. Ja, da war, musste man was scannen. Okay, ah ja, fliegen wir nach Aya. Ah, ja. Das schwarze Loch. Jo, da sind wir. Ah ja. Los. So, Landezone. Filmabend, Snacks, sichere Reisen. Aha.
Leute, Aya erinnert schon sehr stark an Surkesh. Schon sehr stark. Okay. Was hatten wir jetzt auf Aya, halt Aya noch zu tun? Das war ja Carrie Aya Mission. Sichere Reisen zu Mariko gehen. Vergessene Geschichten auf Woldenheim Artefakt suchen. Nein. Irgendwo. The Tempest. Hier ist Suvi. Okay. Erstes Mal gucken wir uns mal um, wo diese Mariko. Ah, hier. Könnte die Pflanze für Suvi sein? Vielleicht auf dem Markt. Oder wahrscheinlich ziemlich sicher hier auf dem Markt. Gut. Dann sind wir hier aber ja gar nicht mal so weit weg. Komme ich da hier an der Seite rein? Nein, ich muss an der anderen Seite rein. Diese Mission erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig, aber... Hilfe ist Hilfe, Mariko. Es ist mir stets eine Freude, Sie zu sehen, Pathfinder. Ich habe noch immer nichts von unserem Schiff gehört. Wie geht Ihre Suche nach den verschwundenen Satelliten voran? Ihre Leute haben einige Plünderer aus Kadara Port dabei erwischt, wie sie gestohlen haben. Es kam zum Kampf und Ihr Schiff hat verloren. Ich hatte sie losgeschickt und auch sie in Gefahr gebracht. Diese Plünderer, waren es Angara? Haben uns unsere Deserteure wieder einmal das Leben schwer gemacht? Ich fürchte ja, nein, es waren Leute von der Nexus. Oh Leute, das weiß ich gar nicht mehr. Da muss ich ja irgendwas sagen. Da hätte ich da auf irgendwelche Hinweise achten sollen. Bevor ich jetzt ohne zu wissen, ich sag mal, ich fürchte ja, keine Ahnung. Gut möglich. Als wir sie eingeholt hatten, haben sie uns ohne Vorwarnung angegriffen. Es könnten tatsächlich Rokar gewesen sein. Aber wir konnten sie zurückschlagen und zumindest die Überreste der Satelliten bergen. Es tut mir leid, Pathfinder. Und ich schäme mich. Glauben Sie mir, so sind wir nicht. Bitte nehmen Sie meine Entschuldigung an. Ich hoffe, Sie tragen uns das nicht nach. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Es ist nicht Ihre Schuld. Kadara ist voller übler Gestalten. Es war Ihre Entscheidung, allen anderen den Rücken zu kehren. Also werden sie auch die Konsequenzen tragen. Ich werde unseren Anführern einen Bericht vorlegen. Es ist vielleicht an der Zeit, dass der Widerstand aktiv wird. Und was die Satelliten betrifft, wir werden neue bauen und sie ins All schicken. Ich lasse Ihnen dann unsere aktuellen Karten zukommen. Ich danke Ihnen, Mariko. Nein, Pathfinder. Ich danke Ihnen. Okay, Leute. Pathfinder. Ich habe die Daten analysiert, die uns der angaranische Astronom übermittelt hat. Die ersten Dateien stammen noch aus einer Zeit vor den Satelliten. Die Initiative wird davon enorm profitieren. Und alles, was ich dafür tun musste, war ihn zu belügen. Danke, Sam. Oh, ich habe gelogen, Leute. Das war aber jetzt nicht absichtlich. Ich wollte nur nicht die Schuld auf etwas für uns nehmen, wo wir gar nicht schuld dran sind, dran waren. Also unsere Nexus-Leute. Unsere Milchstraßenleute, aber ich fürchte, ich habe ihn belogen. Das war keine Absicht. Ich schäme mich. Wirklich. So, dann gehe ich jetzt mal zur Suvi-Mission. Na? Aha, hierhin. Markt. Sehen Sie sich meine Waren an. Sie werden nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Versuchen Sie, angaranische Batterien aufzutreiben. Gil hat davon geredet. Wird gemacht. Okay, Vetra. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir Aya nicht gefunden hätten. Die Leute hier waren sehr großzügig. Und mal ehrlich, sie hätten es nicht sein müssen. Mhm. Ich bin auch dankbar. Ich bin wirklich dankbar, dass sie uns nicht alle erschossen haben. Nach den Cat könnte man ihnen das nicht mal verübeln. Was ich nicht verkaufe, und jetzt liegt es an uns, ihr Vertrauen nicht zu enttäuschen. Tja, und ich habe den einen angelogen, ich Blödmann. Naja, gut. Gemischtwarenhändlerin. Sie scheinen sich zu benehmen. Das freut mich. Okay. Irgendetwas Besonderes. Alle Bergungsgüter verkaufen, das mache ich mal.
Habt ihr irgendwas Besonderes? Taraf-Pflanze, 9 Credits. Okay. Objekt auswählen. Modell eines Reliktjägers. Reliktreferenzierungsschlüssel. Ach, den nehmen wir auch. Handel bestätigen. Was haben wir denn sonst noch? Mineralien vielleicht. Titan, Fluor, Lithium, Cadmium, Lithium, Nickel, Uran. Nach E-Zero halte ich immer Ausschau. Keine, hätte mich auch gewundert. Gut. Die Pflanze zu Suvi auf der Tempest bringen. Gut. Haben wir sonst noch irgendetwas hier? Nein. Ich meine, zum... Machen wir Schnellreise. Zum Aphra will ich nicht. Denn so nett war jetzt auch nicht zu uns. So, dann bringen wir jetzt noch Suvi die Pflanze. Los. Und dann wirst du die Erste sein, mit der ich rede, Suvi. Callow. Ich habe die Pflanze gefunden, um die sie mich gebeten hatten. Fantastisch! Ich werde das Rezept sofort ausprobieren, sobald ich frei habe. Ich habe auch schon ein paar Ideen, wie ich es ein bisschen aufpeppen kann. Und ich werde Mr. Ich-mag-keine-Filmabende hier weiter bearbeiten, damit er auch hinkommt. Ich mag Filmabende. Ich habe nur Angst, unseren Autopiloten zu lange allein zu lassen. Okay. Suvi. Ich hoffe wirklich, mein Plan, Meridian aufzuspüren, funktioniert. Ansonsten wüsste ich nämlich nicht, was wir tun sollten. Sam findet ihn gut. Sie machen sich zu viele Sorgen. Nur keine Sorge. Wir haben doch bisher auch alles hinbekommen, oder? Ja, haben wir. Aber das heißt nicht, dass... Ach, wissen Sie was? Ich werde Ihnen einfach vertrauen. Sie sind der Pathfinder und haben uns schon so weit gebracht... Sie werden uns nach Hause führen. Unterhalten wir uns später weiter. Die Herkunft der Angara. Was denken Sie über die Herkunft der Angara? Sie sind nicht der Erste, der mich das fragt. Es spricht sich rum und nicht wenige sagen, es wäre unnatürlich. Aber sind denn Biotika natürlich oder die Raumfahrt, Schmerzmittel, Kleidung, Feuer? All diese Dinge haben unser Leben verbessert. Wieso sollte man da bei einer Technologie, die Leben erschafft, eine Grenze ziehen? Aber ist es auch ethisch vertretbar? Aber ist es nicht auch eine Frage der Ethik? Ich würde sagen, der Schöpfungsakt an sich ist weder gut noch böse. Was zählt, ist die Absicht dahinter. Erschafft man eine Spezies, um sie ein selbstbestimmtes, bedeutsames Leben führen zu lassen, dann ist es gut. Erschafft man sie als Sklaven, dann ist es böse. Ausgesprochen böse. Spannender Gedanke, wie zum Beispiel die Quarianer die Geth geschaffen haben. Das war ja dann in deiner Definition böse, weil sie sollten ja als Sklaven dienen. Ich stimme dir aber zu. Ich verstehe, was Sie meinen. Die Angara sind, wer sie sind. Unabhängig davon, ob sie sich natürlich entwickelt haben oder von irgendeiner geheimnisvollen Kraft erschaffen wurden. Allerdings sehen das nicht alle so. Und das Wissen, dass die Geißel als Waffe gedacht war, um die Jardan zu vernichten, bringt mich ins Grübeln. Vielleicht gab es da draußen ja irgendjemanden, der wirklich gehasst hat, was die Jardan gemacht haben. Möglich. Unterhalten wir uns später weiter. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Ich weiß nur nicht, ob das so gut ist, wenn wir rausfinden, wer das war. Gut, Leute. Mit den anderen Crewmitgliedern sprechen wir dann geschwind am Anfang vom nächsten Part. Und dann geht's auch weiterhin los und wir suchen quasi das Herz von Meridian. Also, bis dahin. Ciao.